so eine Pleite. Wir wollten nur ein bisschen auf den Putz hauen. Da haben uns plötzlich diese Dicker umzingelt. Verhauen und weggeputzt wurden. Also nur wir. Checkst du überhaupt, wie mich das aufregt? Das regt mich total auf. Und jetzt weißt du's. Wir wollen jetzt auch irgendwen verhauen und wegputzen. Da kommst du gerade recht, Niki. Tali. Ups, Niki, hey. Ich habe mich schon gefragt, mit wem du hier rumhängst, aber es ist ja nur Team Skull. Was bist denn du für ein freches Früchtchen? Euch zwei Belger putzen wir im Duett weg. Die lernen's wohl nie. Double? Yeah, Doppelkampf! Ja, endlich. Oh, er hat den Evoli gegönnt. Mollung. Und tschüss. Flupstrahl. Das war schon alles. Oh Gott. Wer wird denn gleich in... Was? Wer wird denn gleich so auf den Putz hauen? Immer werden wir verhauen und weggeputzt. Genau, ist ja nicht so, als hätten wir vor, die Weltherrschaft an uns zu reißen oder so. Also macht mal halblang. Und tschüss. Wow, Niki, wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon alle so entspannt. Dass wer weiß, was für ein klasse Trainer du bist. Hier, das möchte ich dir schenken. Ein Top-Etter. Mit Top Edger kannst du alle AP einer Attacke auffüllen, so ähnlich wie beim AP-Bon, den man vom Rotom-Mart bekommen kann. Lass uns jetzt etwas Spaß mit den Dicta haben. Dicta? Nee, danke. Ich will keinem Pokémon begegnen. Route 9 und auch darüber bekommen wir ein neues Pokémon. Oh. Ja, schon hier? Oh, du bist ein Trainer auf Inselwanderschaft, nicht wahr? Mein Name ist Lebel. Ich reise auch viel umher, nur dass das Ganze in meinem Fall eher einer Weltwanderschaft gleicht, wenn du verstehst, was ich meine. Alola ist so ruhig und friedlich, perfekt für einen erholsamen Urlaub oder auch zum Shoppen. Gerade eben habe ich in Mylas Laden in Konikoni City einen seltenen Stein erstanden. Im Gegensatz zu anderen Orten hat hier auch niemand solch irrsinnige Pläne, eine neue Welt zu erschaffen oder die Pokémon zu befreien. Allerdings geben Augenzeugenberichte über die Aktivitäten einer berühmt-berüchtigten Bande an Pokémon-Dieben in dieser Gegend Grund zur Sorge. Oh, bitte verzeih, dass ich dich so lange aufgehalten habe. Hier ein Donnerstein als Entschädigung. Aus Versehen habe ich nämlich gleich 3 gekauft. Ein Donnerstein erhalten. Nun denn, Trainer auf Inselwanderschaft, ich wünsche ein erfolgreiches Abenteuer. Alter. Ach ja, Lebel. Polizeipräsidium. Hier gibt es keinen Sticker. Ich habe es echt gehofft, dass es eigentlich... Ich habe eigentlich schon sicher, dass es hier einen Sticker gibt, aber nö. Der hat 100% wieder ein Fukano. Ich habe einfach nichts zu tun. Wie wäre es mit einem kleinen Kampf gegen die Langeweile? Polizist Greg. Ne, Terry Bark hat er. Naja, ein Hund auf jeden Fall.
Lupfstrahl. Und tschüss. Eisenabwehr für? Ah, okay. Entweder stärkt den Körper, um den Verteidigungszweck stark zu erhöhen. Das brauchen wir nicht. Attacke mit hoher Erstschlagsquote gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet, die KP-Schaden zufügen würde. Nein. Was wäre ein Besuch von Konikoni ohne einen Abstecher zu Inselkönigin Mylas Laden? Dort werden rätselhafte Steine verkauft, die bei bestimmten Pokémon in die Entwicklung auslösen. Interessant. Der Friedhof am Hügel des Gedenkens wurde in der Nähe der Ruinen des Lebens angelegt, die dem Schutzpatron Kapufala geweiht sind. Damit wollte man wohl gewährleisten, dass die Pokémon in Frieden ruhen können. Okay. Oh, ist noch zu schnell gedrückt, Moment. Tipps und... Alter. Tipps für Trainer, berühre im Pokémobil-Auswahlmenü eins der Plus-Symbole, um das nebenstehende Pokémon mit einer Richtung an dem Steuerkreuz zu verknüpfen. Ja, das kennen wir schon. Habe ich ja schon mal gemacht. So. Ein X-Treffer. So. Wie wäre es mit etwas wohlriechendem Rauch? Kann man den ganzen Rauch kaufen. Lachsrauch, Rosenrauch. Glücksrauch, verdoppelt das Preisgeld. Aber wir haben ja schon Glücksamulett, dann macht das keinen Sinn. Schrägrauch aber. Psychoattacken. Lomi-Massage für... Ja, mach halt. Das war's auch schon. Durch die Massage ist dein Pokémon etwas zutraulicher geworden. Ach, danke. Hier kannst du TMs kaufen. Ja, schauen wir mal. Oh. Aeroas, Giftschock. Und Giftschock kommen uns auch. Mein Trompec und ich hatten uns auf der Reise etwas zerstritten, aber wir haben uns wieder vertragen und sind jetzt noch dickere Freunde. Das wollen wir mit einem Erinnerungsfoto im Alola Fotoclub feiern. Dann mach das doch. So, zwei neue TMs warten auf den Einsatz. Aeroas gegen Schnabel wird's ausgetauscht. Und Giftschock bekommt dann mal mein Nebulak. Hypnose fliegt raus. Möchtest du wissen, wie zutraulich deine Pokémon sind? Ja.
Dann lass mich mal einen Blick auf deinen Marikek werfen. Es ist unglaublich zutraulich. Deine bloße Anwesenheit macht es schon glücklich. Okay, cool. Holerü. Okay, ganz komischer Typ. Herzlich willkommen, junge Dame. Ein Tisch für eine Person. Nun, danke. Will nur den Herrscher-Sticker. Auf jeden Fall ein Restaurant, kann man essen. Was gibt's da oben? Es riecht plötzlich ein wenig nach Gewürzen und Soße und überhaupt nach leckerem Essen. Okay. Vor allem etwas strange, dass ich einfach bei jemand Fremden ins Zimmer rein und da schlafen kann. Nun gut. So, das ist doch bestimmt... Genau. Voluminas hat einen Brief bei sich, in dem Folgendes geschrieben steht. Hallo, ich bin Smiler. Dieses Voluminas hütet manchmal den Laden für mich. Mir kam leider etwas dazwischen. Ich warte jetzt in den Ruinen des Lebens auf dich. Sie liegen hinter dem Hügel des Gedenkens. Bis dann, Smiler. Okay. Was macht's denn jetzt? Ein Trank. Du hältst das Item Top-Trank. Oh, wie nett. Willkommen bei Mylas Schmuckstücken. Kann man kaufen. Feuerstein, Donnerstein, Wasserstein, Blattstein. Alles klar, wir brauchen davon nichts, soweit ich weiß. Wir nehmen aber trotzdem mal einen Wasserstein mit. Und auch ein Blattstein. Einfach nur damit wir es haben. Falls irgendwie mal doch ein Pokémon kommt, was dringend einen Stein braucht. Willkommen. Das kann man hier kaufen. Haarspangen, die ich nicht sehe, weil ich einen Hut auf habe. Okay. Tritt näher, nur keine falsche Scheu. Ich verkaufe Fossilien, einzigartige Fossilien. Sie sind so rar, dass ich jedem Kunden nur ein Exemplar pro Fossil verkaufe. Na, Interesse, welches möchtest du kaufen? Federpanzer, Dom, Wurzel und Floßfossil. Okay, krass. Ist mir beliebt. Feder? Keine Ahnung. Panzerfossil, ich glaube Schilterus. Nein, warte. Ah, ich habe keinen Plan. Wurzelfossil, ich glaube Lilip. Flossenfossil, ich... Na, egal. Ach ja, Dianzi. Die spontane Mutation des Edelstein-Pokémon Rockara für einen Liebhaber von Mineralien wie mich ist die bloße Existenz dieses Pokémon natürlich ein wahr gewordener Traum. Was würde ich darum geben, es einmal hautnah von mir zu sehen? Ja, können wir einrichten irgendwann mal, hey? Müsstest du den Brief noch einmal... Nein. So. Ein Herrscher-Sticker. Alles versuchen und am Boden zerstört sein. Oder nichts tun und am Boden zerstört sein. Wo drückt der Schuh? Och, aber was hast du denn da? Nein, das ist doch nicht etwa ein... Oder doch? Was du da am Arm trägst, ist doch ein Z-Kraftring, oder etwa nicht? Das würde ja bedeuten, dass du Z-Attacken einsetzen kannst. Ah, das muss Schicksal sein. Da muss eine höhere Macht ihre Finger im Spiel haben. Ich bitte dich nicht, nimm alle deine Kraft zusammen und hilf mir aus meiner elenden Lage. Soll dir helfen? Also um ehrlich zu sein, gibt es da eine Frau, die ich ziemlich mag. Leider fehlt mir der Mut, der Dame meines Herzens meine Gefühle zu gestehen. Ich bekomme einfach keinen Ton heraus, wenn ich sie sehe. Doch wenn ich mit eigenen Augen eine Z-Attacke sehen könnte, dann würde ich es auch vielleicht schaffen, all meine Kraft zusammenzunehmen.
Komm schon, hilf meinem Liebesglück auf die Sprünge. Ich flehe dich an. Ja, okay. Nur keine Verlegenheit. Zeig mir die geballte Kraft einer Z-Attacke. Er greift mich an. Angestellter Liam. An den Perlu? Ernsthaft? So, das ist eine Wasserattacke, macht nicht wirklich Schaden, aber er will ja eine Z-Kraft sehen. So. Funkensprung. Und nochmal Funkensprung. Und Akrobatik. Oh, das zieht ja gar nichts ab. Und nochmal Funkensprung. Geht doch. Du hast wirklich alles gegeben. Ich spüre schon, wie sich auch in mir die Kraft sammelt. Ich bin dir unendlich dankbar. Im Gegenzug überlasse ich dir das hier aus meiner Sammlung. Ein Top-Belebo, toll. Danke, das ist mir jetzt klar, was ich tun muss, um alle meine Kräfte heraufzubeschwören. Ich werde ihr meine Liebe gestehen. So eine gute Idee. Ach ja, was soll ich sagen? Ich habe all meine Kraft zusammengenommen und ihr meine Liebe gestanden. Doch sie hat all ihre Kraft in eine deftige Abfuhr gesteckt. Aber schwamm drüber, ich fühle mich trotzdem befreiter, jetzt wo es raus ist. Ich danke dir. Wie heißt es so schön? Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Hier komm ich. What? Was ist mit dem los? Komischer Typ. So, dann speichern wir mal wieder. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal wieder ein neues Bild. Deko-Element Wasser habe ich bekommen. Deko-Element Feuer und Deko-Element Pflanze, oder? Wanderer. Pflanze. Ja, wir müssen mal wieder ein neues Foto machen. Professionell. Ja, passt. Erstmal Hintergrund. Nehmen wir das hier.
So, das Pokémon im Fokus, würde ich sagen, ist dieses Mal Tsiana. Da braucht man den anderen Hintergrund. Ja, genau, im Battle Royale. Diese Option ermöglicht es dir, das Outfit deiner Spielfigur vorübergehend zu ändern. Möchtest du deine Kleidung selbst zusammenstellen, dann wähle eins der drei individuellen Outfits aus und lege über das Kleidungssymbol in der Ecke rechts unten dein Erscheinungsbild fest. Okay, die sind ja nicht Ding. Reitausrüstung, was? Oh je. Und Wasser? Nee. Kann man nur Pokémon oder Pokémon und Trainer? Im professionellen Modus erhältst du Zugriff auf Funktionen, die im vereinfachten Modus nicht verfügbar sind. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, die Position deines Pokémons sowie den Kamerawinkel zu ändern. Optimiere die Einstellungen und schieße das perfekte Foto. Hier kannst du die Position deines Pokémons ändern. Berühre das Pokémon-Symbol und ziehe es an deine beliebige Stelle. Färbt sich das Symbol rot, kannst du das Pokémon an dieser Stelle nicht absetzen. So. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. So, dann haben wir auf jeden Fall mal ein neues Bild gemacht. Nein, keine Deko-Elemente. Okay.